der lustigste Stadtführer, den man sich vorstellen kann. Hier ist aus Berlin zum ersten Mal im Waschsalon Stefan Danziger. Your sky, your sky, full of stars, your heavenly feel. Ah, ist das schön, schön wieder hier zu sein. Also, ja, in Köln meine ich. Ne? Ich komme ja aus Berlin. Berlin. Berliner hier? Okay, ihr habt alle einen Job. Gut. Berlin ist ja auch wirklich, das mit den Jobs ist wirklich krass, weil in Berlin kannst du noch ein Mädel beeindrucken, indem du sagst, hey, ich hab einen Job. Ja? In Hamburg geht das nicht. Da habe ich gesagt, hey, ich hab einen Job. Und die so, das ist mein Containerschiff. Und ich gehöre zu den 2% in Berlin. Das ist echt cool. Ich hab einen Job und das ist echt cool. Ich arbeite als Stadtführer. Könnt Stadtführer sagen oder Tourguide oder Guide, aber bitte nicht einfach Herr Führer. Das kommt ein bisschen. Ich hatte letztens eine Tour mit ein paar Österreichern und die sind so hinter mir hermarschiert und... Deutsches Yoga. Nein. Au. Nee, es war echt irre, weil es war eine Segway-Tour und war. Ja. Schafft das erstmal. Und die schreien so quer über den Platz: Herr Führer, Führer, wir haben eine Frage. Ich so, nee. Ich hab mich dann gleich rasiert und dann war das gut. War alles gut. Nee, ist schön. Und viele kommen mit dem Konzept nicht ganz klar. So, Stadtführer, ist das ein richtiger Beruf? Ich so, nee, ich bin eigentlich Neurochirurg. Ja? Ich operiere Hirne und dann laber ich über die Geschichte für 4 Stunden. Folgt dem Schirm. Und dann, ihr kennt das ja auch, wenn ihr irgendwo hinfahrt, ne, wollt eigentlich in Urlaub fahren und wo man keine anderen Deutschen trifft und dann macht man trotzdem eine Tour und dann ist irgendjemand dabei, wo einfach nur extrem Fremdschämen angesagt ist. Das sind Leute, die bei der Rolltreppe oben stehen bleiben, Leute, die auf dem Fahrradweg stehen, wenn es klingelt, gucken sie nach oben. Ich weiß nicht, wo das ist, wo es von oben klingelt. Ihr kennt es nicht. Und so verwirrte Leute. Und Amis sind immer auch immer sehr verwirrt. Amis, sobald die das Land verlassen, ist einfach nur... Ja. Und Standardfrage von Amis ist, warum sind die Ostberliner nicht einfach um die Mauer rumgelaufen? Jetzt, wo du das sagst, sind wir nicht drauf gekommen. Toll, danke. Hm? Oder warum hat Hitler seinen Bunker so nah an die Berliner Mauer gebaut? War es nicht gefährlich für ihn? Ja, nachdem Blondie seine Zeitmaschine angeknabbert hat. Nee, aber wisst ihr was, die Deutschen sind nicht viel besser. Deutsche sind immer so die Zahlenfanatiker, die brauchen das irgendwie. Die stehen dann da, wie hoch ist das Brandenburger Tor? Wen interessiert's? Warum willst du das wissen? Google den Scheiß. Da sagst dann 23,6 Meter und die sagen, aha. Na was? Schreibst du auf die Postkarte drauf oder was? Schatz, ich bin in Berlin, der Brandenburger Tor ist 23,6 Meter hoch. Küsse Günther. What? Nee, ist echt. Wann genau wurde das gebaut? Mittwoch. Ja? Irgendein Mittwoch. Da hast du noch 5 Sekunden vergessen. Ja? Danke. Das ist schön. Die ist. Ihr seht, ich hab Spaß. Ja? Nee, es macht echt Spaß da. Also, das ist einfach immer. So, Schulklassen ist auch so ein Ding. Schulklassen, also war auch so eine Tour, waren so 15, 16 und so weiter, kamen aus dem Südwesten von Deutschland, da wo der Lehrer alle Namen kennt von Kindern, weil es sind, glaube ich, seine. Und jedenfalls, wir laufen lang. Und ihr wisst ja, so 15, 16-Jährige, die können ja keine 10 Meter laufen, dann sterben die einfach. Das sind die Hormone, die mal fallen um. Außer es ist irgendein scheiß Primark in der Nähe. So. Primark von Kindern für Kinder. Oh. Okay. Und wir laufen lang. Wir laufen so lang. Es war so ein bisschen nass und kalt und so laufen lang. Und dann diese eine aus der Gruppe, die pummelige aus der Gruppe. Nichts ging, aber egal. Und die setzt sich nach 10 Minuten einfach auf den Arsch, auf den Boden. Ich so, mach das nicht, ist nass und kalt, da kriegst du die Hämorrhoiden. Und die guckt mich an so, Hämorrhoiden? Ist das nicht ein Sternbild? Na klar, es gibt die Asteroiden, die Hämorrhoiden, die großen und die kleinen Chlamydien, die Weltraumstation HIV, vom Sternzeichen war sie Syphilis. Das juckt dann immer, egal.
Nee, und so was passiert dann einfach. Du weißt ja nie, was passiert. Ne? Das kommen echt absurde Fragen. Und was auch immer schön ist, wenn ich abends eine Tour habe. Ne? Abends ist dann ab, so im Sommer natürlich, ne? Um 9, um 10 ist kaum Verkehr in der Innenstadt. Wirklich, am Brandenburger Tor ist leer. Und habe so eine Gruppe Deutsche hinter mir. Ne? Wir laufen lang, alles schön, tutti und so weiter. Kommen an der Ampel, Ampel ist rot. Ne? Ich gucke nach rechts, keine Autos. Gucke nach links, 10 Millionen Kilometer, keine Autos. Ich sage so, Leute, komm, wir gehen rüber. Anarchie. Das ist Berlin. So, ich gehe rüber, drehe mich um, steht die ganze Gruppe noch an der Ampel. Alle. So, wir können ja nicht gehen. Ich so, was ist denn los? Ich so, naja, ist rot. Ey, wir hätten gar keine Mauer bauen müssen. Rote Ampel hätte gereicht. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Stefan Danziger. Vielen Dank. Dankeschön. Applaus für unseren Lieblingsstadtführer Stefan Danziger!